Hallo Leute, heute möchte ich ganz kurz über meine Mission, quasi meinen Auftrag erzählen, was ich vorhabe. Also die Situation in der Ukraine ist so, dass seit Kriegsbeginn die Preise etwa 280% gestiegen haben. Das letzte Mal, wo ich recherchiert habe, kann inzwischen schon mehr sein. Inflation ist also hoch, Preissteigerung ist hoch, aber die Rentenanpassungen ist sehr, sehr niedrig oder eigentlich nicht existent. Und diese Differenz, da müssen die Rentner ganz schön leiden für. Und ich möchte denen ein bisschen helfen. Einigen von denen, wenn es eine Handvoll ist, wenn es zwei Handvoll Rentner sind, wo ich ein bisschen helfen kann, den Winter ein bisschen zu verkürzen, indem ich zum Beispiel denen ein bisschen von einer Gasrechnung, Heizungsrechnung bezahle. Oder wenn ich ein bisschen gucke, dass ich denen ein paar Kilo Kartoffeln, einen halben Sack Kartoffeln kaufe oder so, verschiedenen Leuten. Das habe ich vor und ich bin für eure Unterstützung sehr dankbar. Danke, dass ihr mitverfolgt, dass ihr Däumchen hochgibt. Das motiviert mich auch sehr stark und ich glaube schon, dass man irgendwie eben auch was Gutes tun kann, wenn man schon so eine große Radtour macht. Ein paar Spenden habe ich schon eingesammelt und für die von euch, die das jetzt anschauen und noch was spenden wollen, die können das gerne tun. Ich bin normalerweise niemand, der bettelt, aber ich würde diese Spenden, wie gesagt, direkt in Sachmittel umwandeln und dort eben verteilen. Und dann könnt ihr das tun, indem ihr auf mein PayPal-Konto das überweist, bentrautmann@gmail.com. Ansonsten geht mein Dank auch an die Leute, die mich übernachten lassen in der Nähe von der Donau. Das ist für mich eine große Erleichterung, dass ich einfach alle paar Tage mal wieder ein Dach über dem Kopf habe. Vielen Dank für eure Unterstützung und nach der Tour werde ich dann die ganzen Videomaterialien zusammensammeln und dann ein Video machen. Was es nicht geben wird, ist eine Dokumentation des Donauradwegs oder dergleichen. Ich bin nicht so ein Typ, der auf Sehenswürdigkeiten Wert legt, aber wenn ich irgendwas bemerkenswert habe an Landschaften, wenn ich tolle Begegnungen habe, dann werde ich die filmen und dann hinterher online stellen. Also, vielen Dank und tschüss.